Regulation und Resonanz nennen. Dazu habe ich ein Wort entwickelt, das heißt Kulturheilkunde. Es ist hier natürlich in Baden-Baden der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Kulturheilkunde ist die Ergänzung oder die andere Seite der Medaille der Naturheilkunde. In der Natur, wissen wir ja, haben wir einen Mechanismus, wir nennen ihn Selbstregulation, dass die Natur eigentlich heilt. Ja? Bis zum Mittelalter war ja auch dieser berühmte lateinische Satz bekannt, den wir heute etwas vergessen haben, nicht der Arzt heilt, sondern der Arzt kuriert allenfalls, ja, aber die Natur heilt. Die Kultur bietet dafür eben oft so etwas wie einen Rahmen. Und dieser Rahmen gilt für alle Verfahren in der Medizin, ob es Schulmedizin oder Komplementärmedizin ist, hat also etwas damit zu tun, dass ich unabhängig von der Methode, die ich anwende, bestimmte Dinge beachten sollte, damit das, was ich mit meiner spezifischen Methode mache, auch optimal sich entfalten kann. Und ich stelle jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage an Sie. Haben Sie sich heute schon umarmt? Okay. Genau, Sie können das hier gerne nachholen. Ich glaube, Urs Gruber und auch Werner Eidam haben nichts dagegen. Es ist nämlich etwas Wichtiges und das hat mit dem Thema etwas zu tun, Regulation und Resonanz. Das ist dieses Zueinander in Resonanz gehen. Es entstehen dabei bestimmte Frequenzen. Sie wissen, wie angenehm, vielleicht nicht für jeden, aber für viele Menschen schon, das Schnurren einer Katze ist. Ja? Nicht für jeden, aber für viele. Und dieses sich umarmen hat eine ganz wichtige Funktion in der Gesundheitsprävention, aber auch in der Behandlung von Krankheiten. Ich spreche aus diesem Grunde einmal von natürlichen kulturellen oder natürlichen unkulturellen Frequenzen. Damit meine ich eben dieses sich umarmen, sich berühren, schnurren, summen, aber auch singen und schunkeln. Vielleicht kommen Sie schon mal ein bisschen mit, ja. Das sind kulturelle Frequenzen, die auf der anderen Seite auch natürlich sind, die auch in der Natur bei Tieren in gewisser Hinsicht vorkommen. Und ich bezeichne das einmal im Sinne der UNESCO, könnte man vielleicht auch vom immateriellen Kulturgut sprechen. Das ist etwas, was in der Heilung viel zu oft vergessen wird. Sie sehen das auf dem Bild auch, wenn wir lachen oder etwas Angenehmes machen, dann passiert in unserem Körper auch etwas. Es umarmt sich dort alles. Die Organe verschränken sich miteinander und wir können auf diese Art und Weise zumindest den Prozess der Heilung unterstützen. Wenn wir jetzt ins Wissenschaftliche gehen und fragen würden, wie viel Umarmung braucht ein Mensch eigentlich am Tag, habe ich auch eine Antwort. Die kommt von Virginia Satir, eine der wirklich Pioniere der Familientherapie. 4 Umarmungen sind zum Überleben schon wichtig. Ja? Haben Sie die schon gehabt heute? 8, um sich gut zu fühlen und 12 zum innerlichen Wachsen. Ich glaube, Sie verstehen an der Stelle schon, dass das die Basis für vieles andere ist. Ja? Wir können den Effekt sowohl im allopathischen Bereich als auch im homöopathischen Bereich verstärken, wenn wir eben so etwas wie kulturelle Frequenzen oder eine bestimmte Art von Information in das Ganze mit einfließen lassen. Und das Ganze ist eben unabhängig von dem Verfahren. Und deshalb fange ich mit einem Bild an, das mit einer kleinen Aufgabe verbunden ist. Ich stelle Ihnen einfach mal die Frage, wann braucht ein Segler, ich ergänze mal ein guter Segler, eigentlich einen Außenbordmotor? Bei Windstille. Bei Windstille, ja. Wahrscheinlich kennen wir noch ein paar andere Situationen, ja. Vielleicht im Hafen, ja, um sicher den Platz wieder zu finden, ja. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal, in diesem Bild ist der Außenbordmotor die Schulmedizin. Das Segelboot selbst wäre so etwas wie die Regulation und auch die Resonanz mit dem Segler. Und ich komme auf dieses Bild zum Schluss zurück, um es aufzulösen. Ja? Sie können ruhig darüber nachdenken, welche Antwort Sie geben würden. Ja, eine haben wir schon bekommen. Wir stellen uns jetzt eine andere Frage, was ist überhaupt Heilen? Und auch in der Thermografie spielt dieser Begriff natürlich eine Rolle. Die schönste Definition, die ich gefunden habe, kommt von einem Philosophen und Theologen, von Ivan Illich, die Nemesis der Medizin, also dieser Rachegöttin. Ja. Heilen ist eine traditionelle Art und Weise, Menschen zu pflegen und zu trösten, während sie genesen.
Vielleicht ist es für einige der Anwesenden enttäuschend. Ja? Man hat natürlich lieber eine aktivere Rolle. Und ich frage jetzt auch mal, was macht dann eigentlich der Arzt? Ist er dann wirklich nur Pfleger oder professioneller Tröster? In der griechischen Antike war das teilweise so. Da war Therapie auch die Tröstungskunst. Eben um Menschen darüber hinwegzuhelfen, praktisch wieder in die Situation zu kommen, wo dieses gigantische System der Selbstregulation wieder funktioniert. Und deshalb die Antwort, was macht der Arzt, gebe ich wieder durch einen Klassiker der Medizingeschichte, durch Alfred Goldscheider. Er ist eigentlich der Nestor der deutschen Neurologie. Ja? Er hat die ersten wirklich neurologischen Abhandlungen im 19. Jahrhundert geschrieben. Er sagt, etwas dunkel, aber vielleicht können Sie doch erahnen, was er meint. Heilen ist eben Einfluss nehmen auf die Kräfte, welche die Substanz formen. Und welche Kräfte machen das? Das ist nicht eine spezifische Methode, sondern es hat etwas mit einem Grundbegriff zu tun, den Sie alle kennen. Es hat mit dem Begriff der Information etwas zu tun. Eine Information. Leben bedeutet, Reize und Informationen ständig empfangen und diese auch verarbeiten und soweit sind wir einig, ja, das ist eine sehr allgemeine Definition, die aber sowohl in der Schule als auch in der Komplementärmedizin anerkannt ist. Diese Reize können von außen kommen, aus der Natur, sie können aber auch von innen kommen oder aus der kulturellen Umgebung. Und jedes Leben hat eben drei Voraussetzungen. Das ist Materie, Energie und auch Information. Was mit dem Äther? Bitte? Mit dem Äther? Der Äther ist ja im Viertel. Ja, ist der Äther eine Dimension, eine Voraussetzung, oder ist er der Raum, in dem das Ganze stattfindet? Ja? Das wäre die Frage. Sozusagen, also in der alten griechischen Philosophie wird das so aufgefasst. Ne? Genau, also mit Energie und Information wird aus dem Äther Materie. Ja, ja. Also das wäre praktisch auch die Schöpfungsgeschichte, ja, die dahinter ist. Ja. Nur wenn wir jetzt das Leben so, wie wir es heute fassen, ja, untersuchen, dann sind das die drei Voraussetzungen. Aber wie bei allem ist es so, ich brauche einen Kontext, ja, in den das Ganze eingebettet ist. Und das ist natürlich der Äther. Ja. Das stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Der menschliche Körper ist jetzt nun in dieser Dreiheit ein ultraschnelles Informationssystem. Und ich zitiere hier einmal einen Professor Emeritus der Charité, der hatte den Lehrstuhl für medizinische Informatik. Der sagte mal, dass also Ordnung im menschlichen Körper immer in diesem Spannungsfeld aufs Neue hergestellt werden muss. Und ich fand das so interessant, dass in jeder Sekunde, jeder von Ihnen hier, der sitzt, ja, in jedem von uns gehen 1 Trillion biochemischer Reaktionen vor sich, unabhängig von unserem Bewusstsein. Und wir können uns vorstellen, da passiert wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen Unsinn. Da geht es manchmal auch eher in die Unordnung, nicht nur in die Ordnung. Trotzdem ist dieses gigantische System so angelegt, dass es sich immer wieder selbst reguliert. Das heißt, wir kommen immer wieder innerhalb des Spannungsfeldes in einen Zustand einer relativen Harmonie. Harmonie ja auch ein Begriff aus der alten, antiken Philosophie. Nicht Harmonie in dem Sinne, wie wir es verstehen, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Harmonie war bei den griechischen Philosophen eigentlich die Einheit von der Zweiheit. Das heißt, in der Harmonie ist beides drin. Tag und Nacht, ja, dunkel und hell, aber eben auch krank und gesund. Und auf der Grundlage können wir jetzt einfach mal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Information? Jeder von Ihnen kennt diesen Begriff aus den Naturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften und aus den Sozialwissenschaften. Jeder kennt ihn, glaube ich. Ja? Könnten Sie ihn definieren? Was ist Information? Wir werden das jetzt hier nicht durchspielen, sondern ich mache Ihnen mal ein Angebot. Wir gehen nämlich, wie immer, bei einem Begriff zurück auf seine Entstehungsgeschichte. Und der Begriff Information kommt aus dem Lateinischen. Dort ist es dieses Informare. Und wenn wir das wirklich so beim Wort mal nehmen, ist es etwas formen, etwas anderem eine Gestalt geben, etwas herausbilden.
Es ist also ein form- und sinngebendes Prinzip. Und deshalb sagt eben der bekannte Begründer der Kybernetik, eigentlich ein Mathematiker, der Norbert Wiener, er sagte das schon in den 60er Jahren, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Es ist also, und das ist die Schlussfolgerung jetzt, nicht etwas Materielles, sondern Information ist etwas Immaterielles. Und der immaterielle Aspekt von Information ist in der Medizin von ganz großer Bedeutung, weil wir verwechseln oft Information von etwas anderem, was ich Informationsträger nennen würde. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Die Bedeutung einer jeden Information wird nämlich subjektiv von uns konstruiert. Es ist also nichts Festes. Und darum geht es in der Medizin ja teilweise eben, oder nicht nur teilweise, sondern eigentlich immer darum, wenn Arzt und Patient sich begegnen, in eine gemeinsame Lebenswelt zu treten. Und es wird, die Bedeutung einer jeden Information wird nämlich subjektiv von uns konstruiert. Es ist also nichts Festes. Und darum geht es in der Medizin ja teilweise eben, oder nicht nur teilweise, sondern eigentlich immer darum, wenn Arzt und Patient sich begegnen, in eine gemeinsame Lebenswelt zu treten. Und es wird jetzt noch etwas vielleicht interessanter. Information ist Reiz, Signal, Impuls. Information kann eigentlich alles sein und jetzt kommt sogar das Nichts. Und das wissen Sie auch, ja? Auch das Nichts, wenn nichts passiert, hat einen Informationswert. Ja? Denken Sie nur mal daran, der Arzt beim Ultraschall stockt plötzlich und sagt, Ja? Eckart von Hirschhausen hat das mal fürs Röntgen aufgegriffen. Ja? Dann kommt die Sprechstundengehilfin rein und sagt, Ja? Und dann kommt noch einer rein. Niemand sagt etwas, ja, aber der Patient ist natürlich völlig verunsichert. Ja? Weil auch Schweigen hat natürlich immer eine Bedeutung. Und hier gibt es einen Begriff, den viele nicht kennen, der aber genauso wichtig ist wie der Begriff der Information, das ist die Exformation. Die Exformation ist eigentlich eine absichtlich oder bewusst ausgelassene Information und in der Auslassung ist aber wiederum eine Information. Ich glaube, spätestens hier stimmen Sie mir zu, dass es ein immaterielles Konzept ist. Eine Opernsängerin aus Wien hat dann auch mal gesagt, bezogen auf die Oper, wenn nichts passiert, passiert am meisten. Ich würde es jedenfalls mal vorschlagen, auch auf die Medizin übertragen. Manchmal ist es so, oder vielleicht auch immer, wenn nichts passiert, passiert am meisten. Ein Kollege von Adrien Simonian sagt das in gleicher Weise, die Oper hat Momente, in denen Stille die schönste Musik ist. Und dieser bekannte Klezmer-Musiker Jorah Weidmann bringt es wirklich auf den Nenner, Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern sie beginnt schon mit der Stille davor und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern mit dem Klang der Stille danach. Wenn wir das einmal auf die Arzt-Patienten-Kommunikation beziehen, dann ist es vielleicht auch so, und das wäre auch quantenphilosophisch durchaus herleitbar, dass das meiste in diesem Vakuum passiert, in diesem Nichts. Aber ich muss dieses Nichts auch erstmal entstehen lassen. Und das entsteht nicht, wenn ich es ständig versuche zu füllen mit etwas. Ja? Dazu eine ziemlich brutale Geschichte, erektile Dysfunktion. Ich glaube, erektile Dysfunktion ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Immaterielle, nämlich die Information, von großer Bedeutung ist. Das sind drei neuere Studien, also wirklich aus International Journals, ja, also es handelt sich jetzt nicht hier um Hokuspokus-Sachen, ja, sondern wirklich um ernstzunehmende Forschung. Die letzte Studie ist vielleicht die interessanteste. Das geht Management of Erectile Dysfunction with Placebo Only. Also nur mit Placebo behandelt. Und da kommt Folgendes ungefähr raus. Ja, mit dem Verum-Effekt 62%, mit Placebo 56%. Ja. Kann man sich also viele teure Sachen sparen. Ja. Ist wirklich in der Forschung nachgewiesen. Fast magisch wird es aber durch diese beiden anderen Studien. Da ging es darum zu untersuchen, ob Beta-Blocker und erektile Dysfunktion in Abhängigkeit von der Information eine Bedeutung haben.
Beta-Blocker, ist allen bekannt, können erektile Dysfunktion erzeugen. Ich glaube, in den klinischen Grundstudien liegt dieser Effekt aber relativ niedrig, bei 1-3%. Das ist nicht viel. Ja. Trotzdem muss man natürlich auf dem Beipackzettel schreiben, dass erektile Dysfunktion entstehen kann. Und daher haben beide Autoren, also das sind zwei verschiedene Forschungsgruppen, die aber zum gleichen Ergebnis kamen, mit kleinen Abweichungen, Folgendes gemacht. Und hier sehen Sie es mal. In der ersten Gruppe wird dem Patienten, der den Beta-Blocker bekommt, keine Information gegeben. Das heißt, der Arzt sagt vielleicht, ich gebe Ihnen hier mal was Gutes, das wird Ihnen helfen. In der zweiten Gruppe sagt er, ich gebe Ihnen hier mal einen Beta-Blocker. In der dritten Gruppe, sagt er, ich gebe Ihnen einen Beta-Blocker. Und er macht eine ausführliche Belehrung, was da an unerwünschten Nebenwirkungen auftreten kann. Sehen Sie, was passiert? Nach 3 Monaten werden die Gruppen wieder untersucht. In der ersten Gruppe haben wir einen Effekt von 3%-7%, je nach Studie. Ja. Das heißt, in etwa übereinstimmt mit dem, was man aus der klinischen Forschung weiß. In der zweiten Gruppe, die diese Information bekommen hat, schnellt das Ganze auf über 15%. Und in der dritten Gruppe liegt es dann bei 33%. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass Information, dass etwas Immaterielles, durchaus in der Materie wirkt. Und das Ganze kann man, ich habe im letzten Jahr 2 Studien dazu veröffentlicht, in einem biopsychosozialen Modell des Nocebos auch relativ gut erklären. Das heißt, Informationen werden über die Verarbeitung, über die subjektive Verarbeitung, entwickeln sie sich oft zum Beispiel zu Emotionen, Angst, ja, die wiederum im Gehirn natürlich auch mit bestimmten biochemischen Prozessen verbunden sind. Und diese biochemischen Prozesse führen letztendlich dazu, dass sich auch in der Physiologie, also eigentlich in der Hardware, etwas ändern kann. Das Problem in unserem Leben heute ist eben, dass krankmachende Informationen aus der Umwelt entstehen können. Und damit meine ich eben halt nicht nur Beipackzettel, wie jetzt bei dem Beispiel der erektilen Dysfunktion, sondern ich meine auch Einstellungen oder das, was man modern Mindsets nennt, Gefühle, Gedanken. Und dementsprechend könnten wir vielleicht auch mal die Frage stellen, ob Krankheit eigentlich nur so etwas wie eine Fehlsteuerung oder eine Dysregulation bedeutet, infolge eines kulturellen Kontextes, der dies eben so erzeugt. Und umgekehrt können wir fragen, kann Gesundheit durch eine Veränderung im Kontext, praktisch ein Reiz durch eine gesunde Kultur erfolgen. Jetzt müssen wir natürlich wieder fragen, was ist denn jetzt Kultur? Das ist ja auch kein einfacher Begriff. Wie bei Informationen wissen wir alle, was Kultur ist. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen würden, würde jeder doch zu einem anderen Ergebnis kommen. Kultur ist genau das Immaterielle. Es ist auch nichts Materielles. Beziehungsweise es ist nur in einem Bereich materiell oder materialisiert, wo wir von Artefakten sprechen. Ja? Zum Beispiel das Gebäude, in dem wir sind, ist auch Kultur. Ja? Das ist Architektur, ja? Menschen haben das gemacht, das ist ein Artefakt. Das nenne ich den äußeren Teil der Kultur. Und der ist für Heilung durchaus wichtig. Wir wissen aus amerikanischen Studien schon in den 80er Jahren, wenn ich in einer Klinik bin und aus dem Fenster schaue und auf eine Betonwand sehe, oder in einen Park schaue, sind meine Heilungsaussichten und auch die Verweildauer, selbst wenn man das ökonomisch sieht, ja, ändern die sich. Ja. Das ist auch wieder eine Information. Das heißt, diese Kultur im Äußeren oder die Kultur im Außen ist durchaus wichtig. Die Kultur im Inneren ist eigentlich das, was wir heute auch in diesen ganzen Achtsamkeitskonzepten haben, dass es um unser Bewusstsein geht, um diese Mindsets, um Selbstkommunikation. Ich glaube, das kennt auch jeder. Wir reden ja mit uns manchmal nicht nur 2 Personen, sondern es können auch 8 sein in uns oder noch mehr. Und beide, dieses Innere und Äußere, werden an einer Schnittstelle begegnen, die sich wieder. Und da geht es eigentlich um das, was wir kulturelle Praktiken nennen oder auch Kommunikation. Durch mehr als 1000 Studien ist in den letzten 10 Jahren nachgewiesen worden, dass Menschen gesunden, wenn sie kulturell partizipieren können. Wenn sie ins Theater gehen können, in Konzerte gehen können,
in Ausstellungen gehen können. Das hat angefangen mit einer Initiative der finnischen Ärzteschaft in Turku 2011, wo diese Stadt eben Kulturhauptstadt Europas wurde. Und die Ärzte sagten dann, wir machen mit, wir verschreiben Kultur auf Rezept. Man hat das evaluiert und siehe da, insbesondere Kinder und Jugendliche sind schneller gesundet und weniger krank geworden. Interessant, ja? Wie ist das möglich? In den Studien kann man das nachweisen. Und ich habe es hier mal versucht zusammenzufassen. Es geht eigentlich darum, dass Kultur etwas ganz Tolles ist. Es ist eigentlich die letzte Bastion in unserem menschlichen Dasein, die außerhalb des Paradigmas der ständigen Beschleunigung liegt. Kultur ist immer Entschleunigung. Ich sage es mal ganz deutlich, eine Fast Culture wie Fast Food kann es nicht geben, ja? Oder könnte sich jemand von Ihnen vorstellen, heute Abend in die Oper zu gehen, aber gleich am Eingang mitzuteilen, heute habe ich nicht so viel Zeit, machen Sie mal ein bisschen schneller, ja? Muss ja nicht 2 Stunden dauern, ja, ich habe nur 20 Minuten. Ja? Oder ein tolles Schauspiel und Sie sagen, ach bitte, können Sie mir auch gleich erzählen, wie geht's aus? Ja? Und im Konzert sage ich dann also, der erste Satz reicht auch, ja? Das andere können Sie sich sparen. Oder ich sage den Musikern, bitte ein bisschen schneller spielen. Ja? Ich glaube, da fühlt jeder, das geht nicht. Ja? Kultur öffnet immer Räume und auch Zeitfenster, die der Entschleunigung dienen. Und darum ist Kultur für das menschliche Dasein auch so wichtig. Des Weiteren, auch das möchte ich unterstreichen, dient Kultur immer der Verbundenheit. Das heißt, wir machen etwas zusammen. Darum sind die Kinder und Jugendlichen eben auch in ihrer Gesundheit gestärkt worden. Die hatten wieder Anschluss. Ja? Partizipation ist hier das entscheidende Wort. Und was vielleicht drittens außerordentlich wichtig ist, Kultur erfolgt außerhalb jeder Intentionalität. Kultur ist zweckfrei. Das heißt, ich verfolge damit nicht unbedingt einen Zweck, selbst wenn ich sage, ich genieße das. Ja? Ich habe aber sozusagen, ich funktionalisiere das Ganze nicht. Ich komme, wie der Philosoph Gadamer sagt, bei kulturellen Ereignissen in einen Zustand der Selbstvergessenheit. Und Selbstvergessenheit ist identisch mit dem Zustand von Gesundheit. So sagt Gadamer jedenfalls. Ja. Gesundheit ist nichts anderes als ein Zustand der Selbstvergessenheit. Wenn sozusagen alles, was im Moment ist, egal was ist, wenn es stimmt und ich in diese Selbstvergessenheit komme. Neurobiologisch passiert dann auch eine ganze Menge, ja, sodass man das auch durchaus in einem naturwissenschaftlichen Paradigma erklären könnte. Viertens führt Kultur immer zu besserer Bildung, beziehungsweise Kultur und Bildung sind eigentlich identische Dinge, sodass auch aus diesem Grunde Gesundheit natürlich verbessert wird. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass Heilung als Gesamtheit verschiedener Effekte verstanden werden muss, dann bin ich mir natürlich auch darüber im Klaren, dass wir für Heilung, für Gesundung spezifische Wirkmittel brauchen, also spezifische Effekte, wie das Allopathika, Homöopathika und andere medizinische Interventionen machen. Das ist wichtig. Das sind Artefakte, jetzt wieder mit dem Kulturbegriff betrachtet, etwas, was Menschen geschaffen haben. Ja? Das ist auch Kultur. Wir wissen alle aus Erfahrung, dass der Patient aber auch zur Heilung beiträgt über das, was wir seinen Impetus nennen oder die Selbstheilung im Patienten. In der Wirksamkeitsforschung wird das seltsamerweise, ich sage wirklich seltsamerweise, als unspezifisch betrachtet. In der Psychotherapie, ja, haben wir aber überhaupt keine spezifischen Wirkmittel. Außer vielleicht eben pharmakologische Mittel, aber Sie wissen auch, die Metastudie zu Antidepressiva, die ist ernüchternd. Ja? Das beruht größtenteils auf Placebo. Ja? Ja, das ist nicht wirklich spezifisch wirksam. Ja? Und trotzdem kann eine Psychotherapie wirksamer sein als eine psychiatrische Behandlung. Auch das ist alles hinlänglich nachgewiesen. Wir haben dann weitere sogenannte unspezifische Effekte, die sich aus der Beziehung ergeben, zwischen Arzt und Patient, aus der Passung. Und wir haben natürlich systemische Faktoren, die 1000 Co-Therapeuten, die immer noch mitmischen, ja, über die sie vielleicht manchmal nicht so begeistert sind, ja, die aber einfach da sind. In dem Bereich spielt eigentlich ein Begriff eine Rolle, den Sie auch wiederum kennen, Resonanz.
Hiermit möchte ich Sie nicht erschrecken, aber das ist der Resonanzbegriff in dem Buch von Hartmut Rosa, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, im letzten Jahr erschienen. Das ist der wichtigste deutschsprechende oder deutschsprachige Soziologe. Er ist also nicht nur anerkannt, sondern er hat zur Nachhaltigkeitsdebatte sehr viel geschrieben, zur Ökologie. Und er hat ein Buch vorgelegt, bei Suhrkamp erschienen, 800 Seiten stark, alles über Resonanz. Sie müssen es nicht lesen und Sie müssen auch nicht das unbedingt verstehen. Aber hier ist es genauso wie bei dem Begriff der Harmonie. Es geht nicht um sozusagen das, was wir umgangssprachlich als positiv sehen. Wir resonieren miteinander und Resonanz entsteht. Ja. Der Hartmut Rosa hat das mal aufgezeigt und ein Bild ist ja immer besser als 1000 Worte. Er hat zwei Metronomen auf eine Tischplatte gestellt und sie angestoßen und hat mal geschaut, was passiert. Synchronisieren die sich oder nicht? Die haben sich nicht synchronisiert. Ja? Dann hat er zwei oder vier Cola-Dosen genommen, die flach hingelegt, sodass die rollen können, eine Platte draufgelegt, wieder zwei Metronomen drauf und schon nach ein paar Minuten ticken die gleich. Ja? Das heißt, die gehen wirklich in eine Art Resonanz. Resonanz entsteht aber nur, wenn eine Grundlage dafür geschaffen ist. Das heißt, ein variables System. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Therapie so dringend auch brauchen. Ja? Dass nicht nur die Beteiligten bereit sind, miteinander zu resonieren, sondern wir brauchen auch die Basis dafür, dass etwas resonieren kann. Und ich spreche in der Hinsicht von einer Art Triangulation von Patient, Therapeut und Wirkmittel. Das ist das, worum es geht, egal was Sie machen. Und ich glaube, das ist auch in der Thermografie wichtig. Ja? Werner, ich hoffe, du stimmst mir zu. Ja? Das brauchen wir auch dort. Das heißt, in diesem Dreieck von Patient, Therapeut und Wirkmittel entsteht etwas, was wir eigentlich auch heute mit unserer Begrifflichkeit nur ein Feld nennen können. Es entsteht ein Feld, in dem dann das Es, was immer das auch ist, heilt. Nicht der Therapeut, nicht das Wirkmittel, sondern dieses Es. Und das sieht dann so aus, die stehen in komplexer Wechselwirkung zueinander. Jedes beeinflusst gleichzeitig das andere. Das ist also wie eine Verschränkung auch. Und es gibt dann noch äußere Faktoren, das heißt Umwelt, Umgebung, aber auch der Kontext, Raum, Zeit, systemische Faktoren und die Kultur mit ihren Artefakten, Praktiken, Texten, Codes, Normen und Werten. Es ist ein sehr komplexer Mechanismus. Und wenn man dann im Sinne einer Triangulation und im Sinne von Karl Bühler einmal schaut, was passiert dann in diesem Feld der Heilung, dann ist es so, dass eigentlich ein kleineres Dreieck entsteht, das wir als verstehen können als Krankheit, als Zeichen. Und jedes Zeichen hat drei Dimensionen. Eine Ausdrucksfunktion, eine Appellfunktion und eine Darstellungsfunktion. Die letzte ist eben die somatische Dimension des Ganzen. Und die kennen wir. Das ist die Domäne auch der Schulmedizin. Und da ist die Schulmedizin auch gut. Ja? Wir haben aber immer auch eine soziale Dimension. Virchow hat das schon gesagt. Ja? Eigentlich ist Medizin eine soziale Wissenschaft, nicht nur Naturwissenschaft. Und wir haben natürlich eine psychische Dimension. Wir können sie auch die Ausdrucksfunktion nennen. Das muss man verstehen, ja? Wenn man wirklich dieses Konzept Krankheit als Zeichen anwenden möchte. Ansonsten wird das ein bisschen zu banal, ja, und dann ist man natürlich auch angreifbar. Kultur im Inneren bedeutet jetzt, dass Menschen mit sich selbst in Resonanz sind, mit ihren Mitmenschen, mit dem Arzt, den therapeutischen Helfern und dem Medikament. Ich glaube, das ist das wirklich Wichtige und Große, was wir erreichen müssen. Und das Ganze können wir jetzt wiederum auch im Sinne von Hippokrates. Hippokrates hat ja mal gesagt, Medizin ist eigentlich die Lehre von drei Dingen. Ja? Von der Krankheit, dem Kranken und dem Arzt. Und das Letzte vergessen wir oft. Ja? Medizin hat auch mit dem Arzt selbst zu tun. Der Arzt muss zumindest ein schwingungsfähiges System sein. Ja? Er muss es verstehen können, in Resonanz gehen zu können. Wie auf dieser Platte. Ja? Es darf nicht zu stabil sein. Und ich habe aus diesem Grunde mal ausgehend jetzt aus der Perspektive des Patienten
ein relativ komplexes Schema von Wirkfaktoren gemacht. Es gibt in diesem Schema innere und äußere Faktoren und den therapeutischen Bereich. Wir können mal mit den inneren Faktoren anfangen. Sie werden das jetzt ein bisschen vergrößert hier haben. Das geht um die Selbstheilung oder ich nenne es die autogenen Faktoren. Und hier geht es um Resonanz im Inneren, das heißt um die Körper- und Psychohygiene, dass ich mit mir selbst resonieren kann. Und als Leitspruch habe ich hier einfach mal gesagt, lebe so, dass sich Körper, Geist und Seele in Harmonie befinden und der innere Heiler in dir wirken kann. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, damit jetzt in dieser Triangulation auch Resonanz entstehen kann. Sonst resoniert da auch nichts. Ja? Der zweite Punkt ist dann das Außen. Das ist ein Wir-Faktor, deshalb steht da in Rot auch Wir. Lebe mit deiner Umgebung und deiner Umwelt im Einklang. Jemand, der im Streit mit anderen ist, ist auch nicht resonanzfähig. Ja? Es gibt hunderte von Studien, insbesondere eine große dänische Studie, die ganz klar zeigt, Menschen, die Streit mit ihren Nachbarn haben, haben ein höheres Sterberisiko. Ja? Und zwar enorm erhöht. Ja? Hier geht es um die Achtsamkeit und die Resonanz im Äußeren. Das ist also das, was sozusagen unabhängig von dem ganzen medizinischen Bereich sowieso da ist und passiert. Ja? Jetzt kommt aber der therapeutische Bereich natürlich mit hinzu, die Rolle des Arztes. So, und da sage ich, ich nenne das auch die iatrogenen Faktoren, dass Therapeuten eigentlich Begleiter sind. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja? Therapeuten sind Begleiter, sie sind nicht die Heiler, ja? Sondern sie sind Begleiter. Und für den Patienten ist es wichtig, dass er zu dem Therapeuten geht, mit dem er in Resonanz steht oder in Resonanz kommen kann. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Das ist im Sinne des Religionsphilosophen Martin Buber ein Du-Faktor. Ja? Das heißt, wenn das Ich und Du sich wirklich begegnen, das ist leider nicht immer so. Ja? Das ist oft sogar sehr schwer. Und es gibt dann noch einen Bereich, den ich medikamentogen nenne. Das Medikament ist nicht nur hier das Pharmakologische, sondern eben auch jede Form nenne. Das Medikament ist nicht nur hier das Pharmakologische, sondern eben auch jede Form von Medizinmittel. Und da wäre der Rat an den Patienten, gehe eben oder nutze solche Wirkmittel, die in Resonanz mit dir treten oder wo du in Resonanz bist. Deshalb, ich glaube, die Erfahrungen haben auch viele von Ihnen gemacht. Selbst wenn jemand Homöopathie eigentlich macht, es ist nicht für jeden das Passende. Ja? Das heißt, ich muss auch von meinem Patienten wissen, resoniert der jetzt mit diesem homöopathischen Mittel oder mit etwas anderem. Ich habe dazu eine Doktorarbeit einer HNO-Ärztin begleiten können, die eben am Beispiel von 100 Fällen, ja, die waren sehr gut ausgewählt, also alle Kriterien von Forschung erfüllend, nachweisen konnte, dass das Wichtigste für die Wirksamkeit eigentlich der Impetus des Patienten ist. Das heißt, die müssen auch selber das wollen und dann wird sozusagen auch ein homöopathisches Mittel, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wie das wirkt, ja, aber es wird noch einmal über Bedeutung aufgeladen, es bekommt sozusagen einen symbolischen Mehrwert, der dann vielleicht die Wirkung, die das Mittel an sich auch hat, ja, das möchte ich nicht bestreiten, vervielfacht. Und das ist dann eigentlich wieder das, was ich Heilung nenne. Wir haben jetzt also den Bereich Innen und Außen, wir haben den Bereich der Therapie. Es kommt aber noch ein dritter Bereich hinzu, das ist nämlich das Spirituelle. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist das, was wir aus der Salutogenese, also aus der Soziologie sogar kennen. Wir brauchen dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit. Ja? Und wir brauchen das Gefühl der Verbundenheit. Das sind eigentlich die beiden Seiten der Spiritualität. Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit alleine geht aber auch nicht. Dann bin ich vielleicht mit dem da oben verbunden, aber ich bin hier in meinem Hier und Jetzt nicht verbunden mit anderen Menschen. Darum gehört für mich in dieser spirituellen Dimension immer auch diese Verbundenheit mit anderen Menschen dazu. Ich komme jetzt zur Auflösung des Bildes anderen Menschen dazu. Ich komme jetzt zur Auflösung des Bildes. Der gute Arzt ist Segler. Der gute Arzt ist ein guter Segler. Er ist nicht Maschinist, also nicht Bediener des Außenbordmotors. Den Außenbordmotor kann er nutzen, aber er nutzt ihn nur im Notfall oder im Falle einer Flaute.
Der Außenbordmotor ist nämlich die Schulmedizin. Wir sind froh, dass es diesen Außenbordmotor gibt. Sehr froh. Ja? In Notfällen ist das hervorragend. Aber jemand, der segeln kann und der ein gutes Segelboot hat, der auch gute Windverhältnisse hat, wenn der immer nur den Außenbordmotor benutzt, dann ist irgendwas falsch. Und deshalb können wir unten noch ergänzen, in diesem Bild ist die Natur, eben der Wind, auch das Wasser, ja, das, was uns sozusagen durch unser Leben trägt. Die Kultur ist die Kunst des Schiffbaus, dass wir eben Schiffe bauen können, aber auch unsere Kompetenz zu navigieren. Ja. Wir müssen ja wissen, wie macht man das? Mich hat es mal enorm beeindruckt, als ich das auf der Insel Kos gesehen habe, so ein Surfer, der Wind kommt von der Richtung, ja. Und natürlich war klar, dann geht der dahin, ja, mit seinem Surfbrett. Und plötzlich kommt er wieder zurück, ja. Also jeder, der ein bisschen vom Segeln und Surfen versteht, weiß, wie das funktioniert. Aber das ist eben Kunst, das ist auch Kultur. Und was letztendlich noch hinzukommt, ich kann ein tolles Segelboot haben, ich kann tolle Windverhältnisse haben, ich kann auch wissen, wie ich segeln kann. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, bringt mir das Ganze auch nichts. Ja? Also hier ist wieder auch die Sinnfrage, die Frage des Ziels. Wenn Sie mehr wissen möchten über das, worüber ich jetzt gesprochen habe, das ist jetzt Eigenwerbung, ich hoffe, die ist erlaubt, kommen Sie übermorgen in meinen Kurs Die Praxis der Kulturheilkunde und die kulturheilkundliche Praxis. Da sehen Sie, es gibt eine Märchenerzählerin, die fängt gleich an, weil Märchen haben etwas Heilsames oder können etwas Heilsames haben. Es geht um Klänge und Bilder der Heilung, um das, was man Kulturkrankheit nennt und wie das homöopathisch behandelt werden könnte. Ich habe eine Architektin aus Berlin, von der TU Berlin, gewinnen können, wie bauliche und räumliche Gestaltung unser Wohlbefinden beeinflusst. Ich habe einen Habilitanten in meinem Lehrstuhl aus Bayern, der beschäftigt sich mit kulturheilkundlichen Methoden im Krankenhaus, ja. Nicht nur Architektur, sondern auch, wie man da miteinander umgehen kann. Es ist natürlich das Coaching drin und der Ihnen bekannte Dr. Irmay von der Biologischen Krebsgesellschaft spricht über salutogene Vitamine für die Seele. Er hat für jeden Buchstaben ein Vitamin, aber eben mal andere Formen von Vitaminen. Es gibt auch eine Plattform, wo wir kulturheilkundliche Dinge diskutieren, das ist Complemed. Dort kann man sich kostenlos anmelden, kostet also nichts. Die letzten Topics, die wir hatten, war Architektur, gesund durch Design oder auch Gartentherapie in der Geriatrie, ganz wichtig. Ja. Gärten sind ja auch ein Kulturprodukt. Klinikgärten, Natur als Ressource oder Hirschhausens Check-up. Eckart von Hirschhausen ist sehr interessiert an diesem Begriff der Kulturheilkunde. Dann das World Doctors Orchestra. Das Portal Heilungsgeschichten von den St. Leonards Heilquellen, die ja auch hier vertreten sind, und dann auch die Kulturheilkunde im Krankenhaus. Das, was Sie da in der Ecke sehen, das ist dieses Hancocks Mandala aus den 80er Jahren von der Weltgesundheitsorganisation. Da ist das auch nochmal drin, ja, dass also eigentlich Heilung natürlich in unserer Biosphäre stattfindet, dass die Biosphäre aber teilweise ja auch von Kultur geprägt ist, dass Kultur immer dabei ist. Und wenn Sie das Ganze mal richtig studieren wollen, Urs Gruber hat es auch schon gesagt, dann kommen Sie bitte nach Kos zu unserem Kongress der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde und neuerdings eben auch der European Medical Association, das ist die Ärzteorganisation, die bei der EU Beratungsmandat hat und die EU in solchen Dingen berät. Und ich bin sehr froh darüber, ich habe gerade ein großes Projekt bewilligt bekommen, dass eben auch im politischen Kontext diese Kulturheilkunde in ihrer Potenzialität erkannt wird. Und jetzt frage ich Sie zum Schluss, haben Sie heute schon geschnurrt? Umarmt haben Sie sich ja schon, weil das Schnurren ist ein Weltgesundheitskulturerbe. Wir kennen das aus dem Ayurveda, in vielen ethnomedizinischen Richtungen gibt es, man kann das auch erklären, ja, der Kehlkopf ist direkt mit dem Herzen auch verbunden und wenn Sie das mal machen, das wäre einfach so ein, ja, dann passiert etwas, Sie kommen wieder in Kohärenz und es bildet sich auch, wenn man das zusammen mit vielen Menschen macht, so wie hier, soziale Kohärenz, also wieder die Verbundenheit. Ich danke Ihnen.